Song Du bist das Licht, und damit begrüße auch ich Sie nochmal sehr herzlich zu dieser Veranstaltung Talk in Max heute, wo wir über Wege und Umwege, Beruf und Berufung sprechen wollen. Und wir wollen uns von unseren Gästen in dieser Reihe mitnehmen lassen auf ein Stück ihres Weges. Wir wollen vielleicht auch einblicken dürfen in ihre Lebensräume, vor allem in die Räume, in denen sich das abspielt, was sie manchmal täglich tun, was sie mit Leidenschaft tun, was sie am liebsten tun und vielleicht auch das, was sie sich an Fragen stellen. Auf jeden Fall, denke ich, wird es in diesen Räumen auch immer wieder um den Sinn geben, um das, was Sinn macht, um das, was Sinn ergibt. Mein Name ist Katrina Jordan und manche von Ihnen wissen von mir vielleicht, dass es für mich sehr viel Sinn macht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Deshalb freue ich mich, heute Abend sehr hier zu sein. Es ist für mich wirklich eine Ehre, eine Veranstaltung zu begleiten, die das allererste Mal stattfindet. Das gibt es nicht so oft, dass man ein ganz neues Format von Anfang an mit begleiten darf. Und Talk in Max heißt natürlich Talk in Max, nach diesem besonderen Ort, an dem wir hier heute sitzen. Ich habe aber festgestellt, in meiner zweiten Muttersprache ergibt Talk in Max auch sehr viel Sinn. Das maximale Gespräch, die Unterhaltung, die wirklich Zeit gibt, die Raum schafft, dass man richtig ins Zuhören kommen kann, richtig ins Erzählen kommen kann, dass wirklich Begegnung passieren kann. Denn das kennen wir alle, ich glaube, vor allem aus diesen letzten anderthalb Jahren auch, die von der Pandemie geprägt waren, dass für Begegnungen, wo man sich wirklich länger gegenüber sitzt, wo man länger miteinander spricht, immer weniger Zeit, immer weniger Raum da war, dafür immer mehr Abstand. Und ich denke, diese Veranstaltung heute, die wagt hier wieder ein bisschen mehr Platz zu geben für solche Begegnungen. Und ich denke, auf den ersten Gast dieses Formats trifft das, was Edith Drexler gesagt hat, was Martin Clemens gesagt hat, sehr gut zu, nämlich, dass hier Menschen zu Wort kommen, bei denen Beruf und Berufung in besonderer Weise zusammenspielen, manchmal vielleicht sogar zusammenfallen, manchmal vielleicht auch eben in einer besonderen Spannung stehen. Vor diesem Hintergrund auch von mir nochmal herzlich willkommen, Herr Bischof. Dankeschön. Und zum Einstieg möchte ich mit Ihnen erst einmal zurückschauen und vielleicht auch ein Stück zurückgehen auf Ihren Weg. Der Grund, warum Sie hier sitzen heute, ist, dass Sie Bischof von Passau sind. Und ich möchte mit Ihnen nochmal zurückgehen zu der Station Ihres Weges, an dem Sie erfahren haben, dass Sie jetzt Bischof von Passau sein werden. Wo waren Sie denn in diesem Moment? Wo befinden wir uns? Also wo es mir klar geworden ist, dass es so kommt, war ich im Priesterseminar in Augsburg, und zwar, weil ich damals noch Dozent war und Philosophie und Theologie unterrichtet hatte, und es waren gerade irgendwie eine Semesterübergangszeit, freie Zeit, und ein befreundeter Philosophieprofessor von Augsburg hat mich angerufen und gesagt, er hat da so ein paar Seminaristen und Studenten, und die sind echt nicht so, also die sind schwierig, und könnte ich nicht denen mal ein paar Tage Basics in Philosophie vermitteln. Und dann hatte ich Zeit, weil es bei mir auch Semesterferien waren, bin ich nach Augsburg gefahren und war dann, glaube ich, 4 Tage mit diesen Leuten beieinander, also de facto nur 2, und bekam dann einen ganz wichtigen Anruf aus der Nunziatur. Also die Nunziatur ist dort, wo der Nuntius lebt und residiert, der Erzbischof Eterovic, also der Botschafter des Papstes in Deutschland. Und ich kriege einen Anruf aus der Nunziatur, und der Prälat, der da dran war, hat gesagt, ja, Herr Pater, könnten Sie nach Berlin kommen? Ja. Ja, morgen. Ja, ich habe hier einen Kurs mit Studenten. Nee, morgen, und am besten fliegen Sie. Und ich sage, ja, um was geht's denn? Ja, darf ich Ihnen nicht sagen, aber Sie haben doch schon mal Gehorsam versprochen. Ja. Ja, da sage ich, ich kann mir schon vorstellen, um was es geht, weil seit 6 Wochen wird in den Medien berichtet, dass ich Bischof von Passau werden soll. Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Mit mir hat niemand geredet. Gell.
Aber alles streng geheim, niemandem was sagen. Wie gesagt, es waren 6 Wochen in der Zeitung, mit mir hat nie einer geredet. Und streng geheim, dann sage ich, ja, wie soll ich das jetzt machen? Streng geheim hier von allen Leuten weggehen und sagen, ich muss morgen in Berlin sein. Oder ja, ist mir egal, also Sie müssen morgen nach Berlin kommen. Und dann bin ich halt tatsächlich weggegangen, habe gesagt, streng geheim, ich darf euch nichts sagen, ich muss in die Nunziatur. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was da läuft, aber sagen wir, ist schon klar. So, okay. Naja, und dann bin ich also am nächsten Tag tatsächlich nach Berlin geflogen, auf die Schnelle, und dann saß ich beim Nuntius und dann sagt der Nuntius, ja, Herr Pater, der Heilige Vater wünscht, dass Sie Bischof von Passau werden. Und da wusste ich es dann. Dann ist der nächste Schritt, und, sind Sie dabei? Habe ich Bedenkzeit? Eigentlich nicht. Also, wenn es keine großen Leichen im Keller gibt, gell, dann, ich weiß nicht, vielleicht gibt es welche. Und dann musste ich mit ihm in die Kapelle gehen oder durfte irgendwie Hand auf dem Altar und gleich mal ein Versprechen ablegen. Und dann wieder alles streng geheim, niemandem was sagen, nach Hause fliegen. Und dann bin ich halt nach Hause geflogen. Dann meine Mitbrüder, ich bin dann nach Benediktbeuern zurück, haben gewusst, also ich war dann jetzt bei dir, haben wir den Flug organisiert auf die Schnelle. Ich komme da jetzt aus Berlin. Ja, und? Ja, ich darf nichts sagen. Ja, warum? Ja, das bayerische Kabinett muss erst tagen und zustimmen. Also es gibt ja ein Konkordat, wo das bayerische Kabinett dann absegnet, ob der jetzt der Papst vorschlägt, ob die den nehmen oder gut finden. Naja, so ist es gegangen. Und dann war eine ganze Zeit lang irgendwie, muss man echt noch eine Woche warten. Und dann, dann kam es raus und dann bin ich das erste Mal dann auch nach Passau gefahren. Und das war dann ziemlich aufregend. Kann ich mir vorstellen, vor allem auch die Situation, dass Sie es erstmal dann mit sich alleine erstmal getragen haben. Was haben Sie denn da als erstes gemacht? Sie durften es niemand sagen, Sie haben es gewusst. Wie sind Sie damit umgegangen? Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin schon ein halbes Jahr bevor dieser Anruf vom Nuntius kam, rief ein Passauer Journalist meinen Vater an, der auch mal mit Journalisten gearbeitet und hat ihm gesagt, weißt du eigentlich, dass dein Sohn in der engeren Auswahl als Bischof von Passau ist? Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, und habe dann ein bisschen rumgefragt, und dann gibt es ja so Quellen, gell, die man da so fragt, und dann ist es also bestätigt worden. Dann kriege ich ein paar Monate später einen Anruf von meinem Provinzial, also der Ordensobere ist der Provinzial, und der sagt, du, der Generalobere, der in Rom von der Ordensgemeinschaft, der Generalobere hat mich angerufen, liegt gegen dich irgendwas vor? Keine Ahnung. Also sagen wir mal, die Einschläge kamen näher, aber so konkret gesprochen hat mit mir niemand, nur der Nuntius. Aber ab dem Tag, also erstens das mit meinem Vater und dann der Obere von meinem Orden, dann habe ich irgendwie so im Bauch Überforderungssymptome bekommen. Also so, dann habe ich gedacht, ja, um Gottes Willen, ehrlich, wer Benediktbeuern kennt, gell, ich liebe Benediktbeuern, das ist ein Ort, wo ich in einer beschaulichen Hochschule mit vielen Studierenden ein wunderbares Leben als Ordensmann hatte und eigentlich das tun konnte, was ich immer tun wollte, seit ich erfahren habe, dass ich Ordensmann sein soll, nämlich mit jungen Menschen unterwegs sein, Leben und Glauben teilen, und das ist da besonders gut möglich. Und ich habe, das Ding ist, das Bistum Passau hat ungefähr 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn das Ding auf dich zukommt, ich habe null Führungserfahrung gehabt, gell? Null, also das Einzige, was ich geführt habe, war eine Horde von jungen Leuten, die vielleicht 50 Leute, so eine Jugendgruppe, die so um mich rum waren. Und den Lehrstuhl, den ich an meiner beschaulichen Universität hatte, da habe ich noch eine Sekretärin mit jemand anderem geteilt. Also das war meine Führungserfahrung. Und das irgendwie so zu verinnerlichen, und ich denke, ja, um Gottes Willen, wie soll denn das gehen? Null Ahnung. Gell? Und ich habe dann bin dann einen Weg gegangen, einen inneren Weg, und habe gedacht, versuch in die Indifferenz zu kommen. Also es ist ein ignatianischer Ausdruck aus der,
aus der Spiritualität des heiligen Ignatius von Loyola oder ein alter spiritueller Ausdruck, Versuch, dich frei zu machen von dem, was da kommen könnte. Hoffentlich kommt es nicht oder vielleicht kommt es auch gar nicht. Und warte mal, was die Dinge dann bringen. Und das hat eine Zeit gedauert. Und dann konnte ich von diesem Überforderungsmodus wieder wegkommen und konnte einfach normal weitermachen, bis dann die Geschichte mit dem Nunzius war. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Ich denke schon. Vor allem haben Sie auch was gesagt, was mich zu einem Punkt bringt, den auch Martin Clemens vorher in seiner Einleitung schon erwähnt hat. Sie haben gesagt, um Gottes Willen. Ja. Und jetzt gibt es ja Menschen, die glauben, dass Gott, beziehungsweise das Schicksal oder, wenn man einfach allgemein sagt, das Höhere, unsere Wege tatsächlich vorzeichnet im Leben. Dass es sowas gibt wie die Bestimmung, die Vorbestimmung und dass der Weg, den man geht, dann dessen Erfüllung bedeutet. Haben diese Menschen recht? Sehen Sie das auch so? Ja, wobei, das kann man enger und weiter auslegen. Ne? Also das ist das Spannende daran. Genau, ja. Also man kann eng sagen, das musste alles so kommen und am Ende ist es irgendwie eine Punktlandung. Und das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass Gott ins Herz eines Menschen etwas hineingelegt hat und den auch in eine bestimmte Situation und Geschichte und Familie hineinstellt. Und manchmal ist es ja vom Empfinden her auch unfassbar ungerecht. Ne? Was kann jemand dafür, dass er in kaputte Verhältnisse hineingeboren wird? Aber und das sind ja alles irgendwelche schicksalhaften Dinge. Und dann schenkt einem, glaube ich schon, Gott, aber auch die Umwelt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Gott unsere Freiheit ernst nimmt. Also sonst hätte er uns sie nicht gegeben. Also die Freiheit, die wir haben, uns zu entscheiden, ist kein Fake. Aber sagen wir mal, er überblickt alles und er hat die große Landkarte. Und jetzt in einem vereinfachten Bild gesprochen, wenn ich also jetzt, wenn er irgendwie zieht und denkt sich, naja, der Oster, der könnte in die Richtung gehen, jetzt nimmt er leider den Weg und wie könnte ich ihm da jetzt nochmal entgegenkommen und jetzt geht er schon wieder die Abzweigung, aha, da kommt vielleicht auch noch irgendwie die Möglichkeit, wo ich, er überblickt ja alles, aber dass es gewissermaßen eine innere Gestalt gibt, eine innere Verheißung, die jeder Mensch in sich trägt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ja, man kann sie auch aufs Ganze verfehlen. Also man kann auch letztlich im falschen Leben landen. Das glaube ich auch, dass das möglich ist. Ne? Auch das liegt an unserer Freiheit. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass Gott nie aufhört, einen Menschen zu suchen, nachzugehen, zu begleiten. Das wissen wir aus dem Evangelium. Nur irgendwann ist auch zu Ende. Ne? Also das ist auch so, wir sind endlich. Und solange wir unterwegs sind, glaube ich, ist die Möglichkeit, sich irgendwie dem zu stellen, was man als das vielleicht Wahrhaftigere, Echtere empfindet. Ja. Wenn wir da den Moment mit reinnehmen, von dem auch Sonja vorher gesungen hat, in diesem schönen Eingangstitel, wenn das, was vor einem liegt, vielleicht auch das, was hinter einem liegt, dann plötzlich Sinn ergibt, wenn die Sachen, auf Englisch sagt man so schön, it falls into place, ja, alles rastet so ein bisschen ein. Ist das, was wir mit Berufung vielleicht auch meinen? Ja, gut, jetzt ist die Frage, kann ich Berufung denken, ohne Gott ins Spiel zu bringen? Das geht für mich eigentlich jetzt nicht mehr, natürlich kann ich rational so darüber nachdenken, aber wenn ich mich frage, sind meine Wege, laufen die irgendwie richtig zueinander, dann glaube ich sogar, dass die Umwege und vielleicht sogar die Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, trotzdem aus dem Licht, wenn man mal kapiert hat, dass man in seinem Licht geht und das wirklich annimmt, dann kriegen die vielleicht auch nochmal aus der Rückschau irgendwie ein etwas Sinnhaftes, selbst wenn sie unmittelbar nicht sinnvoll waren oder Fehlentscheidungen oder sogar was Böses waren. Also in der Osternacht singt die Kirche das Lied von der glücklichen Schuld, der so ein Erlöser zuteil wurde. Also eine interessante, sehr, sehr tiefe Erfahrung, ne? Dass Menschen auch durch die unguten Erfahrungen, wenn sie denn in diesem Licht geheilt werden, immer noch gewinnbringend sein könnten für den ganzen Weg. Ne?
Ich meine, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich in seinem Leben schon Krisen durchgemacht, vielleicht auch Krisen durch schlechte Entscheidungen oder durch Handlungen, die ungut waren. Wenn der Herrgott das gewissermaßen ins Licht führt und wir uns ziehen lassen, dann kann es sogar sein, dass jemand in der Rückwärtsbetrachtung denkt, ja, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass mir das passiert ist. Das sind wir auch beim Thema Umwege natürlich. Ja. Und ich glaube, wenn wir landläufig über Umwege sprechen, so das klassische Gefühl, das man hat, wenn man mit dem Auto vor diesem Umleitungsschild steht, ja, ich denke, jetzt geht es irgendwie ganz woanders hin, es dauert auf jeden Fall länger und es ist irgendwie lästig. Ich glaube, dem Gedanken von Umwegen haftet schon an, man verschwendet vielleicht auch Zeit, man hat was verloren, man hat vielleicht was verpasst. Wenn ich Sie jetzt reden höre, kann man auf die Idee kommen, Umwege sind eigentlich was sehr Wertvolles oder können auf jeden Fall was Bereicherndes sein. Wie war denn Ihre eigene Erfahrung in der Sache? Ja, die Frage ist, bereichernd für was oder für wen? Ne? Wenn ich glaube, es geht im Leben darum, sagen wir mal, sowas wie ein liebender Mensch zu werden oder ein reifer Mensch zu werden, dann frage ich mich allen Ernstes, kann man das ohne Umwege und Krisen? Verstehen Sie? Also ist es möglich, ein reifer, ein liebender Mensch zu werden, ohne durch Krisen zu gehen und ohne durch Umwege zu gehen? Also, weil, wie soll ich sagen, ist es meistens, streben wir nach dem, wonach halt die meisten Menschen in der Welt streben. Und das kenne ich zutiefst. Was sind die Klassiker unseres Strebens? Die Klassiker sind: ich möchte Anerkennung, ich möchte ein Wohlleben, physisch, körperliches Wohlleben, Lustempfindung, dass mir gut geht. Ich möchte Macht, Einfluss, Gestaltungsmöglichkeit und vielleicht Reichtum, Sicherheit, sowas. Das sind so die Klassiker, nach denen wir im Leben streben. Das ist irgendwie in unsere DNA hineingelegt. Ne? Und wenn ich dann irgendwann mal merke, um die Dinge geht es eigentlich gar nicht wirklich. Also die sind nicht banal und sind nicht unwichtig, aber nichts von dem macht mein Leben wirklich sinnvoll, erfüllt es wirklich. Ja? Jetzt, wenn ich mein ganzes Leben nach solchen Dingen strebe, ich hab, bei mir war mal ein junger Mann, der Salesianer werden wollte, und der war 28 und hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Pater, ich bin jetzt Prokurist, jetzt schon Geschäftsführer einer Firma, die eigentlich ein Weltmarktsegment in einem bestimmten Bereich abdeckt. Ich habe wahnsinnig Erfolg gehabt, aber ich sitze jetzt bei Ihnen und habe das Gefühl, ich habe die Leiter an ein Haus hingestellt, bin raufgeklettert, bin ganz oben und merke, die Leiter steht am völlig falschen Haus. So, Umwege. Ja, vielleicht war es ein Segen, dass er draufgekommen ist und muss jetzt wieder runtersteigen und geht anders und findet vielleicht ins glückliche Leben. So. Worauf sind Sie dann für sich gekommen auf Ihrem Weg bisher? Worum geht es Ihnen? Jetzt muss ich Zeugnis geben. Ich habe eigentlich, natürlich bin ich ein normaler Mensch mit meinen Schwächen und Bedürfnissen und Grenzen und Wünschen und so weiter. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine anderen Sinn oder Zielsetzung mehr, als dass Menschen Christus begegnen. Dafür lebe ich. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, für irgendwas anders zu leben. Also das hat etwas von angekommen sein. Also ich weiß oder ich glaube zutiefst und vertraue, dass das der Sinn meines Lebens ist. Mit ihm unterwegs zu sein und helfen, dass andere Menschen von dem Geheimnis berührt werden. Und genauso gehört zu Ihrem Weg, was Sie vorher ja auch umschrieben haben, sicher das Erleben auch der Krise, das Erleben des Moments, wo man feststellt, oh, der Weg, auf dem ich bisher war, das ist wohl nicht länger der richtige Weg für mich. Dann heißt das ja auch oft, dass man Abschied nehmen muss von Dingen, Menschen, Zielen, bisherigen Berufen, in denen man unterwegs war. War das damals für Sie ein Krisenmoment? Ja, ganz stark. Ganz wie ging es Ihnen da? Ja, also verschiedene Schattierungen. Ne? Ich war irgendwie herausgefordert und habe das gespürt. Es gab ein großes Ziehen und Sehnen und habe gespürt, ich muss irgendetwas von meinem alten Leben hinter mir lassen. Und mein altes Leben davor war nicht ohne Freude und nicht ohne Erfolg oder Schönheit und Dankbarkeit. Und ich habe aber gespürt, das ist nicht das,
was ich erstens tun soll und vielleicht auch nicht, was meine letzte Sehnsucht stillt. So. Ich habe auch mal eine Studentin begleitet auf ihrem Weg und die hat mal den schönen Satz gesagt, es muss doch in diesem Leben mehr als alles geben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, was man so haben kann, das hatte ich alles. Und es hat mich echt getroffen. Also, als sie das gesagt hat. Und in der Rückschau habe ich dann kapiert, genau das war der Punkt. Ich habe zutiefst geahnt, es muss mehr als alles geben und konnte das relativ schnell in Verbindung bringen mit dem Kinderglauben, den ich gehabt habe, den ich zwischendrin verloren hatte oder der im Dornröschenschlaf war. Aber ich wusste, das hat was mit Entschiedenheit zu tun und ich muss aus diesem Beruf raus, in dem ich war. Und ich habe sogar, ohne dass ich das irgendjemandem jetzt nahelegen will, ich bin auch aus einer Beziehung hinausgegangen, obwohl ich lange Zeit geglaubt habe, das ist das, was mein Leben auch erfüllt, bestimmt und sowas. Ja, und es ging natürlich durch Krisen. Also man lässt was hinter sich und geht dann doch einen Schritt ins Ungewisse. Ne? Irgendwie von einem Sehnen gezogen, von einer Art von Gläubigkeit, die noch nicht wirklich bestimmt ist, außer von dem Gefühl, halte ich zur Verfügung und es hat was mit deinem Glauben zu tun. Und dann gehst du und dann kommst du natürlich, oder ich bin auch in Nächte gekommen, so und habe dann versucht, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben und aufzuschreiben, wie es mir da geht. Und wenn das alles fake ist und wenn ich einfach irgendwie einem Hirngespinst folge und wenn das alles nur damit zu tun hat, dass ich nicht mehr Journalist sein will oder dass mir die Beziehung zu anstrengend ist oder dass ich irgendwie gut rauskommen will und toll dastehen will, weil katholischer Priester oder Ordensmann, das hat auch noch Renommee, damals hatte es noch Renommee. Gell? All diese Fragen, gell? Bin ich da jetzt vollkommen auf dem Irrweg und so. Ja. Ja, Unsicherheiten machen ja auch Angst. Ja. Solche wirkliche Weichenstellungen im Leben, da gibt es ja jetzt zwei Hauptimpulse, glaube ich, die man haben kann. Zum einen, was Sie auch vorher bei der Bischofsepisode schon gesagt haben, auch dieser Weg nach innen, ne, in den Innenraum. Erstmal so der Rückzug, man versucht das mit sich selber auch auszutragen. Da, glaube ich, wird die Beziehung zu sich selbst auch sehr wichtig. Auf der anderen Seite natürlich wünscht man sich manchmal vielleicht auch den Rat, zu hören, was andere sagen. Vielleicht auch Vorbilder, die man hat, Menschen, die man gerne als Ratgeber hat, Vertraute. Wo stehen Sie da? Sind Sie eher Team Schneckenhaus oder eher Team Supervision, wenn es um solche Sachen geht? Gehen Sie zuerst erstmal in den stillen Raum oder möchten Sie zuerst dann auch mal mit jemandem sprechen? Wie war das bei Ihnen? Ja, ich auch beides. Also wobei ich nicht sage Team Schneckenhaus und auch nicht ich mit mir, sondern das hat sich damals dann schon angefangen als eine Art Gebetspraxis einzustellen. Mhm. Also nicht nur ich mit mir, sondern ich mit ihm. Das war die eine Seite, dass ich gewusst habe, ich muss irgendwie eine Form, eine Praxis finden, in der ich im Schweigen bin und irgendwie warten kann und hören lernen kann und vor ihm bin. Und das Zweite war dann, damals war der wichtigste Begleiter ein Mann, der dann auch die wichtigste Gestalt meines Lebens geworden ist. Ich hatte schon eine Berufskrise mit Radio. Das war noch keine Berufungskrise im Sinn von, ich muss jetzt Gott nachfolgen. Ich war Radiomoderator und habe das eigentlich mit vollem Herzen gemacht und mich irgendwann gefragt, ehrlich gefragt, warum machst du es? Und habe dann irgendwann kapiert, dass ein großer Teil der Motivation meine eigene Eitelkeit ist. Also, dass ich kapiert habe, du findest es einfach klasse, dass dich die Leute kennen da in Regensburg und dass du in jede Disco reinkommst, weil der Türsteher weiß, wer du bist und weil
der Bankdirektor dich schon mit Namen begrüßt und weil die Metzgereiverkäuferin dir immer einen Radl Wurst extra gibt, weil du im Radio kommst und so toll bist und so. Und ich habe mir gedacht, als ich das ehrlich angefragt habe, habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass du so viel Herzblut in was reinhängst, was du überwiegend aus Eitelkeit machst. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich in dem Tun nicht mehr so wahnsinnig gut leiden. Also da hatte ich schon die erste Krise. Wissen Sie, ich habe zum Beispiel meine leibliche Schwester, war damals Krankenschwester auf einer Kinderintensivstation. Und ich habe echt einen Haufen Geld verdient, viel mehr als meine Schwester. Und ich habe das dafür verdient, dass ich Musiktitel ansage und hin und wieder mal ein Interview von 1:30 mache oder sowas. Und ich denke mir, die macht was viel Sinnvolleres und kriegt dafür viel weniger Geld. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt den Sinn des Lebens erkunden und habe aufgehört und habe mich für Philosophie eingeschrieben, weil so gläubig war ich damals noch nicht. Habe gedacht, ich suche jetzt den Sinn des Lebens. Und da habe ich den Mann getroffen, der mir dann nach und nach Freund und väterlicher Begleiter geworden ist, Ferdinand Ulrich, mein Philosophieprofessor. Und als ich dann diese Krise hatte, im Sinn von, ich muss mein Leben ändern, da war er der wichtigste Begleiter und der wichtigste Ratgeber. Und das war immer sehr, sehr hilfreich. Das war die prägendste Gestalt, tiefste Seele, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Den haben Sie letztes Jahr verabschieden müssen. Den habe ich letztes Jahr dann auch beerdigt, beerdigen müssen. Aber ich hoffe, er ist jetzt ein Fürsprecher. Ist er schon. Ja. Wie war es in die andere Richtung, die Beziehung zu sich selbst? Ja. War er da auch beteiligt? Hilft er da auch? Ja, wissen Sie, ich glaube sogar, dass Selbstannahme im richtig verstandenen Sinn genauso eine Lebensaufgabe ist wie Lieben lernen. Weil ich glaube, dass wir nicht wirklich den anderen um seinetwillen lieben lernen, wenn wir nicht zutiefst Ja zu uns gesagt haben. Warum? Weil wir sprechen, wenn wir von Liebe sprechen, von Hingabe oder sich geben oder sich verschenken. Ja, wenn der Kerl, den du da verschenken willst, wenn du den nicht magst, dann gibst du irgendein Zeug her, das du dem anderen andrehen willst, weil du selber nicht glaubst, dass es was Gutes ist. Ja? Also das heißt, wenn ich nicht lerne, aus mir selber, aus dem zu mir gesprochenen Ja einzuwilligen in das Ja, das mir von Gott her als Geschöpf zugesagt ist, dann lerne ich nicht lieben. Also ein Mensch, der sich echt nicht leiden kann und sich schwer tut mit sich, tut sich auch schwer, Ja zum anderen zu sagen. Und ehrlich gesagt, auch das, damit ist man nie fertig. Es ist ja niemand in seinem Selbstverhältnis ganz heil. Ja, jeder Mensch kämpft doch mit sich und denkt sich, ja, bin ich, weiß ich was, heute bin ich müde, morgen bin ich vielleicht zu dick, übermorgen finde ich mich nicht schön genug oder klug genug oder was auch immer. Ja? Also wir kommen ja gar nicht rum durch die Welt, ohne uns zu vergleichen. Und zu lernen, damit aufzuhören und einfach Ja zu sich zu sagen, heißt auch lieben lernen. Das ist also insofern, ja. Ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich finde die Jordan total anstrengend. Die verändert sich auch alle 3 Jahre. Ist furchtbar stressig und da muss man wieder von vorne anfangen. Sich irgendwie. Wie ging es Ihnen mit dem eitlen, vielleicht ein bisschen abgehobenen Radio-Fuzzi von damals, den Radio-Oster? Wie haben Sie es geschafft, den dann doch auch gern zu haben? Ehrlich gesagt. Oder mögen Sie den bis heute nicht so richtig? Ja, beides. Ne? Der alte Adam in mir, der schläft ja nicht, der ist in der Taufe nicht ersoffen, wie ein bekannter Pater mal gesagt hat, er kann schwimmen und der mantelt sich immer wieder auf. Der ist also, ich weiß nicht, es gibt einen interessanten Film, der heißt Der Anwalt des Teufels mit Keanu Reeves. Und da spielt der Super-Super-Anwalt, ist quasi die Inkarnation des Bösen. Und da kommt ihr die Szene, Eitelkeit, pack sie weiter. Bei der Eitelkeit kriegst du sie ja. Und ehrlich gesagt, das hört nie auf. Die Sehnsucht oder Sucht nach Anerkanntsein. Ehrlich, ich versuche vor jeder Predigt zu beten, Herr, hilf mir, dass es mir um dich geht und nicht um mich. Weil, und manchmal kann ich es auch nicht unterscheiden. Ist es manchmal,
weiß ich gar nicht, sage ich jetzt die tollen Geschichten, damit Sie mich toll finden, oder sage ich sie, weil ich Zeuge sein will. Ne? Also aus mir selbst kriege ich den nicht los. Ich lege das auf den Altar, ich in mein Gebet jeden Tag, sage ich, Herr, hilf mir, dass ich in die innere Freiheit komme. Das ist das Evangelium verkünden, das ist ja vielleicht auch eine große Not unserer Kirche von heute. Das Evangelium authentisch verkünden ist ja nicht so, dass es immer nur Spaß ist, eine Spaßbotschaft ist. Ja. Das wird eine Spaßbotschaft, wenn die Verkündiger vor allem den Menschen gefallen wollen. Dann wird es eine Spaßbotschaft. Dann verkündet man einen Humanismus der Nettigkeit. Ja. Aber das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Gell, dass wir sagen, da sind wir alle ein bisschen nett zueinander, das will der Herr Jesus auch. Nee, der will ehrlich gesagt uns von unseren Sünden erlösen und uns mit dem Vater versöhnen, dass wir neue Menschen werden, Kinder Gottes werden. Dafür ist er gekommen. Und das berührt mich im Innersten mit all den Grenzen und Abgründen, die ich habe. Wenn wir noch mal kurz das Thema Vorbilder streifen. In Ihrem Buch Den ersten Schritt macht Gott, das hat mir ganz gut gefallen, da haben Sie hinten tatsächlich so einen kleinen Waschzettel drin, ne? So praktische Tipps, was man denn tun kann, und da findet sich viel von dem wieder, über das wir gerade sprechen, auch so um in die Beziehung mit sich zu gehen, bevor man in die Beziehung mit Gott geht, und auch eben in die Beziehung mit sich zu gehen im Hinblick auf die Vorbilder, die man hat. Und Sie schreiben da so schön, den Vorbildern zuhören, sich Rat geben lassen, in Ruhe alles überdenken und dann ignorieren. Also es kann auch immer wieder gut sein, allen zuzuhören und dann aber trotzdem sein eigenes Ding zu machen. Ja, ja. Das, glaube ich, ist dann so ein bisschen die Frage der Balance, ne? Wann ist das eine besser, wann das andere besser. Gab es da für Sie auch so einen Moment, wo Sie entgegen allen Ratschlägen, die Sie gehört haben, dann doch einfach gesagt haben, ich mache das jetzt so? Ja, gibt es immer wieder, weil ich ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von authentischer Freiheit. Ne? Die Dinge dann, also das muss ich ja als Bischof ohnehin, gell? Das ist ja eigentlich das Erschreckende am Bischofsamt in der katholischen Kirche, dass man sagen kann, ja, irgendwie alle Macht beim Bischof. Gell? Also, und ehrlich gesagt, ich könnte echt einen Alleingang machen, das wäre nicht gut, weil dann käme keiner mehr mit, aber deswegen. Für ganz viele Dinge, die ich entscheiden muss, bin ich am Ende, muss ich selber entscheiden. Und ich versuche so gut wie möglich Menschen mitzunehmen, aber ja, und das gilt natürlich auch für mein eigenes Leben, dass ich Salesianer Don Boscos geworden bin. Ja, also ich bin Ordensmann in der Gemeinschaft, der Gemeinschaft, die Don Bosco gegründet hat. Das ist, natürlich habe ich mich dann irgendwie beraten, aber ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, du, die machen so mit Lehrlingen rum, das ist nichts für dich und so. Solche Sachen. Also, das, ja. Wie einsam ist der Job? Als Bischof? Es ist echt eine gute Frage. Ja, also es gibt Dimensionen von Einsamkeit, weil ich bestimmte Dinge mit niemandem teilen kann. Das gibt's, ja. Ich habe echt das große Glück, dass ich wunderbare Mitarbeiter um mich herum habe, zu denen ich großes Vertrauen habe. Und ich darf in einer Wohngemeinschaft leben, wo auch noch drei andere mitwohnen, mit denen ich mich echt auch verstehe persönlich. Das heißt, da ist menschliche Beheimatung da, aber ja, natürlich. Und manchmal ist es sogar so, mein Beichtvater sagt manchmal, das müssen Sie mit den anderen Bischofsbrüdern besprechen, das kann man nur Bischof mit Bischof besprechen. Und ehrlich gesagt, manches kann ich auch nicht mit Bischöfen besprechen, mit anderen. Ja, deswegen, ja, das gehört aber auch dazu. Ne? Das habe ich dann auch wieder von meinem alten Lehrer gelernt. Ein Ordensmann, jetzt unabhängig vom Bischof sein, aber es ist dann irgendwie auch in diese Dimension herein, muss lernen, solus cum solo zu sein, allein mit dem Alleinigen. Das auch da wieder, ne? Wenn wir nicht allein mit dem Alleinigen sein können, indem wir stehen, lernen zu stehen und zu gehen, dann machen wir uns abhängig. Und das ist schon echt auch eine große Gefahr,
wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist und die Leute einem immer nur schön hintun und versuchen auch ja, das Thema Macht irgendwie für sich mitzunutzen und so. Und also, ja. Deswegen, es gibt eine positive Dimension von Einsamkeit und die ist manchmal auch schwer. Es gibt ja auch in der Einsamkeit immer noch die Option, da sind wir jetzt auch beim Thema Gottesbeziehung, immer noch zu ihm zu gehen. Ja. Und Gottesbeziehung, glaube ich, ist was, was so individuell ist wie ein Fingerabdruck. Ich glaube, dass jeder und jede von uns, egal in welcher spirituellen Weise man sich mit der Welt und dem, was über die Welt hinausgeht, auseinandersetzt, es fühlt sich für jeden anders an. Das wäre so, bevor wir uns der Pause nähern, das Letzte, was ich erstmal von Ihnen wissen will. Wie fühlt sich Gottes Nähe für Sie an? Was ist, wenn er da ist? Es ist ehrlich gesagt. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ja, es ist ehrlich gesagt, ich habe das Vertrauen, dass er immer da ist. Aber natürlich gibt es die Strecken oder Lebensphasen, wo es sich ganz weit weg anfühlt. Ich versuche jeden Tag morgens und abends eine substanzielle Zeit im Gebet zu verbringen, meistens vor dem eucharistischen Herrn, und die fällt mir manchmal extrem schwer, vor allem am Abend und vor allem, wenn dann zum Beispiel in der WG niemand da ist und mitbetet, dann täte ich ganz viel lieber was anderes machen, so der natürliche Mensch in mir. Wenn ich dann trotzdem hingehe, dann brauche ich eine Zeit, bis ich in Ruhe bin und runterkomme. Und ich habe im Grunde, gehe ich im Grunde immer im größeren Frieden weg. Und das ist vielleicht eine der grundlegenden Aussagen meines Lebens im Blick auf die Gottesbeziehung. Ich bin fast immer im Frieden. Und das verdanke ich nicht mir. So. Ja. Aber wenn Sie dann vielleicht noch, weil Sie mit Recht gesagt haben, es gibt die Gottesbeziehung ist von jedem Menschen anders, weil jeder ein einzigartiges Individuum ist und weil es ein Beziehungsgeschehen ist und jede Beziehung. Wissen Sie, wenn Sie 10 Freunde haben, die Sie alle mögen, dann wissen Sie, Sie mögen jeden auf eine andere Weise. Aber, und jeder hat eine einzigartige Beziehung zu ihnen. Papst Benedikt hat den schönen Satz mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Aber ich ergänze dann immer gern, weil mir das echt wichtig ist. Aber es gibt nur einen, der gesagt hat, und ich bin der Weg. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung für uns als Kirche, immer wieder neu deutlich zu machen, dass es in der Kirche zuerst und vor allem um Christus geht. Der Weg zu Gott ist, der Weg zum Vater ist und der selber Gott ist. Und das ist mir gewissermaßen sowas wie Lebensbrot geworden. Ich kann nicht anders als von ihm als Weg zu erzählen. Genau. Und im Maß, in dem dieses Verhältnis gelingt, es ist ja auch manchmal ein Benutzen, ne? Wenn der alte Adam wieder durchkommt, dann rede ich gescheit über Jesus daher, aber eigentlich benutze ich ihn zur eigenen Selbstdarstellung, was echt gefährlich ist, aber oft genug wahrscheinlich eintritt. Aber wenn das Verhältnis gelingt, dann ist das Geheimnis der Christusbeziehung, dass man auf der einen Seite immer mehr mit ihm verbunden lebt, auf der anderen Seite immer tiefer man selbst wird, ganz authentisch wird. Das erlebe ich vor allem bei Menschen, die geistlich viel weiter sind als ich, die, wo ich dann immer denke, ja, da zeigt sich, da leuchtet was durch, so. Ja. Von ganz tief von ihm selbst. Damit nähern wir uns jetzt dem profanen Lüftungsfenster, ja, einer der neuen Begriffe aus der Corona-Zeit, bevor es aber soweit ist. Wir haben im Vorgespräch und gerade auch in unserer Haltung in unserer Unterhaltung ja auch schon festgestellt, auch wir haben auf jeden Fall eine biografische Gemeinsamkeit, denn wir waren beide mal beim Radio. Und wenn man diese Sendungen hat oder hatte, wo man eben ein längeres Interview hat, einen Gast hat, vielleicht auch eine ganze Stunde,
dann darf sich dieser Gast auch immer Musik wünschen und die wird dann in den Redepausen gespielt, also zum Beispiel jetzt. Das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde in unserer Sendung, welchen Song würden Sie sich denn wünschen? Sie haben vorher schon beschrieben, wie das auf Ihrem Sender damals war. Also die Sendeprofile sucht man sich ja als Redakteur nie so ganz selber aus. Adult Contemporary, ja, also eben nicht die harten Gitarren-Soli, sondern die etwas gefälligeren Sachen. Aber wenn Sie jetzt frei wählen dürften, was wäre denn der Song, der jetzt zur Pause kommt? Das ist jetzt echt eine schwierige Frage, aber vorgestern habe ich mich, weil ich über die Predigt nachgedacht habe, ist mir ein Lied von Bab eingefallen, von Wolfgang Niedecken, ein sehr schönes Liebeslied, Du kannst zaubern. Das hätte ich gern dann mal wieder gehört, weil ich denke, was der da beschreibt, das ist, hat was auch, das kann man auch auf die gläubige Erfahrung übertragen. Ne? Den, glaube ich, haben wir jetzt nicht im Repertoire, aber ich glaube, unsere beiden musikalischen Begleiter haben auch was sehr Passendes dabei, denn es geht auf jeden Fall um eine Person, die Sie auch lieben, nämlich um Jesus. Ein echtes und, wie ich finde, sehr mitreißendes Spiritual Jesus Be a Fans. Damit gehen wir in die Pause und auch in die Zeit, wo Sie, wenn Sie mögen, Ihre Fragen einreichen können. Sie haben es vorher gehört, der Korb steht dann hinten. Denn nach der Pause, die so 15 bis 20 Minuten dauern wird, werden wir dann weitermachen. Und da würde ich tatsächlich auch erstmal mit Ihren Fragen einsteigen. Denn ich habe jetzt schon ganz viele Fragen dürfen und bei dem einen oder der anderen habe ich schon gesehen, die Stifter sind schon unterwegs. Dann sind Sie dran. Was die Zukunft uns bringt, wir wissen es nicht. Über die Zukunft werden wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen. Jetzt aber habe ich ja einige Fragen, die führen uns noch weiter zurück in Ihre Vergangenheit, Herr Bischof. Und damit würde ich sehr gerne einsteigen, verbunden mit einem herzlichen Dank an Sie alle, denn Sie haben die Zettel so eingereicht, also fast als hätten Sie sich alle abgesprochen, weil es sind wirklich ganz unterschiedliche Fragen dabei, die, glaube ich, diesen Fächer Ihres Lebens jetzt noch ein bisschen weiter aufspannen. Ich bin gespannt. Die erste Frage geht gleich mal ganz weit zurück. Da sind wir beim sehr jungen Stefan Oster. Und man möchte gerne von Ihnen wissen, haben Sie denn früher ministriert, bevor Sie Bischof geworden sind und alles andere so kam? Ja, habe ich. Und zwar auch gern. Und ich hatte das Glück, meine Eltern haben in Amberg gewohnt und da gab es in der Diözese Regensburg die Pfarrei, die hieß Heilig Dreifaltigkeit. Das war mit der größten Ministrantengruppe in der ganzen Diözese. Es waren über 150 Kinder und Jugendliche, damals glaube ich noch nur Burschen. Also ich glaube, ich war so jung, dass ich die Mädchen gar nicht wahrgenommen habe. Oder ich glaube, es waren damals noch nur Burschen. Und das war super und ich habe da auch tolle Freunde gehabt und tolle Zeltlager erlebt und all sowas. Aber natürlich, ich habe auch den Dienst am Altar gern gemacht. Ja. Das hat abprägend. Dann schneller Sprung voran. Ich würde mal sagen, gar nicht bis jetzt gleich, sondern eher ins Jahr 2020, das Corona-Jahr. Was haben Sie im Lockdown gemacht während Corona, ohne Gottesdienste und ohne Gottesdienstbesuche? Da hat sich sicher was verändert. Aber ich habe, das ist ein bisschen Bischofsprivileg, wenn man Priester ist oder noch dazu Bischof und eine eigene Hauskapelle hat, dann ist man, was Heilige Messe angeht, sozusagen Selbstversorger. Ja. Ich konnte also mit meiner Gemeinschaft die Heilige Messe in meiner Hauskapelle feiern, mit den Leuten, die da waren in der Zeit. Und dann haben wir natürlich auch Gottesdienste gestreamt. Und es war eine auch schöne, herausfordernde Erfahrung, weil wir ganz, ganz viel Zuspruch bekommen haben, ganz viele Rückmeldungen. Wir haben dann auch mal mit Telefonrückkopplung gearbeitet. Das war spannend. Und insgesamt, ganz ehrlich, also bei aller Not, die wir mitempfunden haben, dass es so ist, für mich persönlich jetzt im Lockdown-Modus war die Zeit echt auch erholsam, weil wir haben schon auch, mein Tag ist nicht so ohne Anstrengung und das Jahresprogramm dann auch nicht und dann einfach mal ein paar Monate haben,
die jetzt einigermaßen frei von äußeren großen Terminen sind. Es war auch dann wirklich erholsam. Ich habe dann zum Beispiel versucht, auch Impulse, theologische Impulse zu streamen. Habe in der Zeit auch wieder ein bisschen mehr Theologie gelesen, was eigentlich eine Leidenschaft ist, zu was ich zu wenig komme und so weiter. Und natürlich, wir haben uns im Bistum immer wieder mit Notverordnungen und Krisenstäben und all solchen Sachen beschäftigt, was natürlich auch die Not der Menschen deutlich gemacht hat. Also, dass wir nicht in Altenheime kommen, gehen durften und in Krankenhäuser, das war eigentlich schon ganz, ganz schwierig für uns insgesamt. Also sehr, sehr gemischtes Bild in dieser Zeit. Dazu jetzt eine Nachfrage, die von mir kommt, die nicht auf dem Zettel steht, aber durch die Corona-Zeit fangen wir ja alle an, von der neuen Normalität zu sprechen, also unter Vorbehalt von den Dingen, die vielleicht nicht mehr so werden wie vorher. Gibt es da was in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben, wo Sie gerade auch denken, vielleicht wird das nie wieder so wie vor Corona? Also wir merken massiv die Erosionserfahrungen von Kirche, also dass wir spüren, wie die Säkularisierungsschübe zunehmen, die Gesellschaft sich entkonfessionalisiert und Corona ist ein Beschleunigungsfaktor, so nehme ich das wahr, für diese Prozesse. Auch natürlich für uns die Tragödie des Missbrauchs, der in seinem Ausmaß auch ans Licht gekommen ist und wo wir als Kirche, als Diözesen ganz viel versuchen, um aufzuarbeiten und sowas. Auch das ist ein Beschleunigungsfaktor. Und die große Frage ist für uns natürlich, die Kirchenchöre, die Jugendgruppen, die kommen die wieder in derselben Weise zusammen, wie sie vorher waren? Oder kommen die Kirchen, die Gottesdienstbesucher wieder so? Das hat sich noch, aus meiner Sicht, noch nicht geklärt. Das ist noch nicht durch, die Frage. Dieselbe Normalität wird es nicht mehr geben, die wir vorher gefühlt hatten, glaube ich. Also. Zum Abschluss eine Frage, die nicht ganz so ins Düstere ausgerichtet ist. Macht Ihnen der Beruf als Bischof Spaß? Und ich glaube, in der Frage steckt auch ein, wenn ja, warum? Ach so, ja, also ich sage immer, ich werde es öfter gefragt, ich denke immer, Spaß ist nicht so die richtige Kategorie. Ich würde eher sagen, gibt es Erfahrungen von Freude und die gibt es zuhauf, also die gibt es ganz viel. Und natürlich, ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich Zeuge sein will oder von dem sprechen will, wovon mein Herz erfüllt ist. Und das kann ich zur Genüge. Und auch mit Menschen darüber ins Gespräch kommen, das kann ich zur Genüge. Es gibt ganz viele Seiten meines Berufs, die nicht immer nur prickelnd sind. Also ganz viele Sitzungen, und die dann auch mit Dingen zu tun haben, mit denen ich mich nicht am allerliebsten beschäftige. Und ich werde immer wieder an das, ich glaube, der Kardinal Döpfner hat es mal gesagt, wenn er sich überlegt, wie viel Zeit er als Bischof in Sitzungen verbringt, fragt er sich manchmal, ob er bei seiner Bischofsweihe an der richtigen Stelle gesalbt worden ist. Also es ist nicht immer nur prickelnd, viele Sitzungen zu haben. Wobei ich fast immer, das darf ich ehrlich sagen, froh und dankbar für die vielen guten und professionellen und auch menschlich kostbaren Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich habe echt, wenn ich mir im Nachhinein hätte aussuchen dürfen, wo ich Bischof wäre, dann wäre Passau das große Los gewesen, weil echt viele tolle Leute bei uns arbeiten. Was war denn so, wenn Sie die letzten Tage und Wochen zurückgucken, was war denn so ein Moment der Freude, eine Begegnung, ein Erlebnis, wo Sie sich gedacht haben, ach schön, dass ich als Bischof sowas erleben darf? Also fast, ich habe ja vorhin, ich meine, vielleicht rede ich zu viel von Jesus, ich weiß es nicht, aber wenn ich erleben darf, dass Menschen vielleicht auch durch meinen Dienst oder durch den Dienst, den wir miteinander tun, etwas von dem erleben, wovon mein Herz voll ist. Und du stehst daneben und da ist zum Beispiel, keine Ahnung, ein junger Erwachsener und der sagt, ich kann das jetzt glauben, ich habe da hineingefunden, ich bin berührt worden, ich bin in dieser Gemeinschaft gewesen und das hat mir
echt viel gegeben und geholfen und ich komme auf eine, da könnte ich jedes Mal in Tränen ausbrechen, wenn sowas passiert, vor Freude und vor dem Staunen darüber, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Also ne, wissen Sie, wo im volkskirchlichen normalen Leben geht es darum, dass Menschen sich bekehren, beispielsweise. Ne? Jetzt geht es fast nirgendwo mehr drum. Oder dass es um geistliches Wachstum geht. Ja, die Bibel ist voll davon. Ne? Also die Schrift ist voll von Geschichten, wo Menschen, die Gott begegnen und Jesus begegnen, ihr Leben verändern und anfangen, anders zu leben und zu wachsen. Das sind keine Kategorien, die bei uns im durchschnittlichen Leben oft vorkommen. Und deswegen, wenn es dann mal sich ereignet und du denkst dir, ja, das Evangelium ist wahr, da siehst du, wie es passiert. Gell? Also das sind Dinge, wo ich dann weiß, wofür ich da bin oder wofür ich diesen Dienst tue. Dann glaube ich, werden Sie jetzt gleich noch mehr Freude haben, denn die nächsten beiden Zettel passen sehr gut zu diesem Thema dazu. Der eine Zettel ist keine Frage, sondern einfach nur ein, was heißt nur, es ist ein sehr kraftvolles Bekenntnis, hier steht, ich glaube, dass nur Jesus unsere Sehnsucht stillen kann. Und soll ich das kommentieren? Stellen wir einfach gerne mit rein. Ja. Sie dürfen das vielleicht im Zusammenhang mit dem nächsten Zettel kommentieren, denn der verbindet mit Jesus eine Frage. Hier steht, was fasziniert Sie an Jesus am meisten? Das spricht auch mir sehr aus dem Herzen, denn auf einem meiner Zettel steht noch die Frage, wer ist Jesus eigentlich? Vielleicht bringen wir das auch zusammen unter der Überschrift, wer ist Jesus für Sie und was fasziniert Sie an ihm? Oh je, das ist echt eine Frage, die mir ins Herz geht, weil ich, und dann weiß ich immer nicht, wie, das wird dann manchmal... Sie dürfen jetzt auch Freudentreffen, wir sind hier unter uns, ne? Genau, nee, das wird dann manchmal echt emotional. Also zunächst mal geht es mir, also jetzt fange ich ein bisschen philosophisch an, fast alle von uns haben irgendein Jesusbild. Und dann ist immer die Frage, ja, du hast dein Jesusbild und ich habe mein Jesusbild und kommen wir da irgendwo zusammen, ne? Weil es ist ja nicht so, dass es so ohne weiteres möglich ist zu sagen, ja, meins ist das Richtige. Gell? Und wir erleben ja manchmal, weiß ich was, es gibt dann in der Gesellschaft die ökologische Bewegung und die feiern den grünen Jesus, der die Bäume umarmt und weiß ich was, die Tiere liebt. Und dann gibt es die sozialistische Bewegung, die feiern den Jesus, der sich um die Armen kümmert. Und dann gibt es die emanzipatorische Bewegung, die feiern dann Jesus als den Frauenfreund und so weiter. Und das ist ja alles nicht verkehrt. Aber ist es der, um den's uns geht? Und wenn ich sagen möchte, was ist die Mitte vom Evangelium, dann würde ich mit vollem, oder die Mitte der ganzen Bibel, würde ich sagen, er selbst ist die Mitte der ganzen Bibel. Wenn Sie mich fragen würden, worauf läuft die ganze Bibel von vorn bis hinten rauf, dann sage ich, auf diese Person. Im Gottesdienst sagen wir immer wieder Wort des lebendigen Gottes, ne, nach den Lesungen, Altes Testament, Neues Testament. Und wir glauben, dass er das lebendige Wort Gottes ist. Das heißt, letztlich kann man sagen, in ihm hat Gott alles gesagt, was er der Welt zu sagen hat. Und jetzt kann man dann die nächste Frage stellen, wann hat Gott in ihm alles gesagt, was er zu sagen hat? Dann zeige ich auf das Kreuz. In dem Augenblick, in dem Jesus stirbt und nichts mehr sagt und sein Leben gibt, sagt er alles, was er der Welt zu sagen hat und wie er die Welt nach Hause holen will. Und das feiern wir auch in der Eucharistie. Das heißt, vom eucharistischen Geschehen des gekreuzigten Auferstandenen, der gegenwärtig ist, glaube ich, können wir am tiefsten und wahrhaftigsten sagen, wer er ist. Und dann kommen die anderen Facetten alle noch dazu. Und dann fasziniert mich seine Demut, seine Wahrhaftigkeit, seine Majestät, seine Größe, seine Fähigkeit, klein zu sein, seine Liebe zu den Einfachen, zu den Armen, zu den Kindern, vielleicht, das sage ich ganz oft, ich hätte so gern mal gehört, wie Jesus Vater sagt.
geschrieben, ich bin ein großer Musikmensch. Sie glaube ich auch, sonst findet man glaube ich auch nicht zum Radio. Und wenn ich Musik mache, dann liegt die im Bereich der alten Musik. Ich singe sehr gerne im Chor in Heinrich Schütz' Ensemble Thornbach. Das heißt, wir führen wirklich viele der Passionen auch auf. Und meine Lieblingspassion von Bach ist die Johannespassion, die gar nicht so oft gespielt wird wie ihre berühmten Geschwister, Matthäus-Passion beispielsweise. In der Johannespassion, wenn es dann an den Punkt der Kreuzigung kommt, da kommt eine wunderbare Arie, wo ich jedes Mal weinen muss. Das ist eine Sopran-Arie, zerfließe mein Herze, dein Jesus ist tot. Danach wird es ganz still für einen Moment. Und dann hat man den Eindruck, wenn die Musik dann weitermacht mit dem nächsten Teil und das Evangelium wird dann weitererzählt, aber man hat musikalisch den Eindruck, es fängt gerade alles von vorne an. Das ist eigentlich genau das, was Sie beschreiben. Da ist das Wesentliche geschehen und dann beginnt was ganz Neues. Das ist ungefähr das, was Sie da empfunden haben. Ja, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Ich glaube, Sie wollten noch was nachsetzen. Wenn ich vorhin gesagt habe, Glauben lernen heißt nach Hause kommen und sich nach Hause führen lassen, auch durch das, was dann in der Schrift zum Beispiel Vergebung der Sünden heißt, ne, mit all dem Zeug, mit was wir beladen sind, wo wir schuldig geworden sind, wo wir merken, wir haben uns entfernt und so weiter. Er führt uns nach Hause. Und wo ist zu Hause? Ja, beim Vater. Und ich glaube wirklich, das kostbarste Wort, das er uns geschenkt hat im Blick auf Gott, ist Vater. Und Sie wissen ja, wie das klingt, wenn ein liebender Mensch, der Sie liebt, Ihren Namen sagt. Das klingt anders, als wenn Sie beim Einwohnermeldeamt jemand aufruft, ja, mit Ihrem Namen. Und deswegen, wenn er eins ist mit dem Vater, und nichts tut, was er den Vater nicht tun sieht, dann hätte ich echt gern gehört, wie er Vater sagt. Und deswegen, ich glaube auch, das sage ich auch, die mich öfter hören, wissen, dass das eine Stelle ist, die ich sehr liebe, wo die Jünger den Herrn fragen, Herr, lehre uns beten. Das ist die einzige Frage, wo sie ihn als Lehrer ansprechen. Also er ist der Rabbi, ne? Er ist auch der große Lehrer, aber die einzige Frage, wo sie ihn wirklich als Lehrer ansprechen, Herr, lehre uns beten. Und jetzt könnte man sagen, die sind doch alle schon irgendwie fromme Juden, die gehen in ihre Synagoge, die lesen ihre Schriftrolle und oder übertragen gesagt, sind ja Durchschnittskatholiken, die beten ja irgendwie alle schon. Okay? Herr, lehre uns beten. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie spüren, sehen, in welcher inneren Nähe, Freundschaft, Intimität, Sohnschaft er mit dem Vater lebt. Und dass sie irgendwie sich danach sehnen, Zutritt in dieses Verhältnis zu finden. Im Sinn von lehre uns beten. Also geht es um viel, viel mehr als um Wörter lernen, in denen Gott vorkommt oder sowas. Ne? Sondern, und er sagt ihnen danach auch das Vaterunser, ne? Als das Gebet aller Gebete. Gell? Und sagt, ihr braucht nicht viel rumplappern und so weiter. Das sind ein paar Kernsachen, um die geht es. Aber er will sie zum Vater führen. Gell? Ja. Also ja, jetzt habe ich ein paar Sachen gesagt, aber es gibt unendlich viel mehr zu sagen dazu. Ja. Oh, ich glaube, so ein paar wichtige Punkte waren dabei. Mhm. Bei allem merkt man auch, dass es Ihnen sehr wichtig ist. Und darum geht es in den beiden folgenden Fragen, die ich hier habe. Die erste lautet, Ihre Glaubenstiefe ist deutlich spürbar. Gab es ein besonderes Ereignis, wodurch Ihr Glaube so gewachsen ist? Beziehungsweise, wie hat sich diese Gewissheit im Glauben entwickelt? Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Sie vorher auch gesagt haben, wirklich mit großer Gewissheit, ich bin angekommen. Ja. Ich weiß nicht, wissen Sie, ich kann das nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich gewissermaßen einigermaßen stabil bin, dass große Glaubenszweifel selten da waren, obwohl es nicht ausgeschlossen ist und so. Aber ein Zugang, und den möchte ich schon noch auch mal betonen, ein Zugang war die Philosophie. Und zwar tatsächlich mein alter Lehrer, und mein alter Lehrer hat eigentlich eine Philosophie gelehrt,
Ferdinand Ulrich, die irgendwie, obwohl sie wirklich Philosophie war und nicht Theologie, trotzdem irgendwie ganz evangeliumskonform war. Und letztlich aus dem Evangelium spricht und in der Tiefe geleitet war von der Einsicht und der Frage, was bedeutet eigentlich Liebe? Und ich habe ihn mal gefragt, der hat unfassbar komplizierte Bücher geschrieben. Ja, also eigentlich kann die kaum ein Mensch lesen, vor allem sein philosophisches Hauptwerk. Und ich habe ihn dann mal gefragt, gibt es den frühen und den späten Ulrich? Dann hat er gesagt, nein, im Grunde ist das alles ganz einfach. Alles ist im Grunde nur die Variation eines einzigen Gedanken. Und der Gedanke heißt, sein ist Liebe umsonst. Und auch hier, die mich schon öfter gehört haben, die wissen, dass ich davon ganz oft rede. Und das bedeutet also letztlich, die Schöpfung gibt's aus reiner Liebe. Gott braucht nicht die Schöpfung. Und also das Ganze, alles, was wir Sein nennen oder Leben nennen, lebt aus dem, dass es umsonst geschenkt ist. Und dieses Wörtchen umsonst ist deswegen auch so spannend, weil es im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Nämlich vergeblich und gratis. Ja, es ist umsonst, es kostet nichts und es ist umsonst im Sinn von bringt da alles nichts. Ja, und wenn Sie dann gewissermaßen glauben, lernen, dass Sie sich selbst umsonst gegeben sind, gratis, also Sie müssen zunächst einmal nichts tun, damit Sie da sein dürfen, sondern Sie sind sich umsonst gegeben, die Welt ist umsonst geschenkt. Und dann das Christusereignis anschauen. Ja? Dann sage ich mal, von hier aus gesehen, am Karfreitag werden die Jünger unter dem Kreuz gestanden sein und gesagt haben, jetzt war alles umsonst. Totale Pleite. Jetzt sind wir dem Typen 3 Jahre hinterhergezogen und haben gedacht, er ist es. Und er stellt die Welt wieder her. Und er antwortet mit seinem ganzen Leben, ja, stimmt, umsonst. Einfach so, reines Geschenk, reine Liebe für euch. Ja? Und im Grunde kann man sagen, wenn wir sind Geschöpfe und sind erlösungsbedürftig Geschöpfe. Warum sind wir erlösungsbedürftig? Weil wir nicht glauben, dass wir umsonst geliebt sind von Gott. Weil wir dauernd glauben in unserer DNA, wir müssen alles Mögliche leisten und weiß ich was, viel beten und fasten und wenn wir das alles geleistet haben, dann hat der liebe Gott uns endlich lieb und ist wahnsinnig beeindruckt, weil wir so viel beten und fasten und so viel leisten. Und nee, Gott liebt dich schon vorher und wenn du anfängst aus dem zu leben, dass er dich liebt, dann lebst du aus Dank und lernst aus Dank und Freude gut zu sein. Und das Christusereignis ist gewissermaßen die erlösende Besiegelung. Ja? Wir sind erlösungsbedürftig, wir sind irgendwie, wir haben das Paradies verlassen, wir glauben nicht mehr, dass Gott umsonst liebt und wirklich ein Vater ist. Und dann schenkt sich er, erlöst uns, wenn wir uns mit ihm verbinden, dann lernen wir zu verstehen, dass wir aus dem Umsonst der Liebe leben dürfen. Ja. Das ist so. Und die Annäherung dahin habe ich aus der Philosophie gefunden. Das ist nicht einfach, das ist gewissermaßen eher die Annäherung von unten, nicht so sehr die Annäherung von oben. Also theologische Offenbarung, das passt dann da rein, das gehört dann dazu. Aber so. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was gerade in unserer heutigen Taktung der Zeit fast schon gegen die Intuition geht, dass es was geben soll, was völlig bedingungslos passiert. Ne? Genau. Also auch gerade wenn man sich sieht, wenn man sich anschaut, wie die Welt heute medial funktioniert, jetzt sind wir beide noch nicht so furchtbar alt, aber wenn wir uns an die Medienwelt erinnern, als wir beide Medien gemacht haben und wie es jetzt zugeht und was es jetzt alles gibt, ist natürlich auch eine Welt, die noch mehr Bilder davon erzeugt, wie man zu leben hat, was man leisten kann, was andere leisten, die Vergleiche, von denen Sie gesprochen haben. Und da ist es natürlich oft sehr schwer, tatsächlich auch Vertrauen darin zu fassen, dass es etwas geben soll, gar Liebe geben soll. Also ein Geben, das nicht vorher ein Selbstgeben erfordert, das nicht aufgerechnet wird. Ja. Das ist wirklich ein Gedanke, glaube ich, an dem man sich immer wieder neu gewöhnen muss. Gut,
diesem Zettel gehört noch eine zweite Frage. Die bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Ihre Berufung. Ihre Berufung zeigt sich sehr deutlich, schreibt die Person. Wie soll man selber seine Berufung erkennen? Vielleicht auch anknüpfend an das, was Sie eingangs gesagt haben. Woran merkt man denn, dass man angekommen ist? Also zuerst, wie soll man seine eigene Berufung finden? Da sage ich immer, das ist auch aus dieser gewachsenen Erfahrung, gibt es was, was du tust, um der Sache selbst willen, um des Menschen selbst willen, wo du denkst, es ist jetzt egal, ob du dafür gefeiert wirst, ob dich dafür jemand bedankt, sondern du tust, weil du siehst, es ist richtig, es ist gut, es ist schön. Ja, wir sprechen von Künstlerberufungen und sagen, also ein Künstler, eine Künstlerin hat es im Herzen und sie muss dieses Lied singen oder schreiben oder hervorbringen und nicht, weil sie jetzt unbedingt, weiß ich was, das gut verkaufen will oder sowas. Ne? Also gibt es was, was du tun willst, tun musst und worin du dich selber vergessen kannst. Selbstvergessenheit ist auch so ein Stichwort, das mich sehr, sehr beschäftigt. Wann bin ich mal ganz bei der Sache um der Sache willen, ganz beim Menschen um des Menschen willen? Wenn du dieser Spur folgst, wo du wirklich einfach um der Sache, um des Menschen willen, um der Tätigkeit willen wirklich da sein kannst, selbst vergessen sein, dann ist da eine Spur zu finden, wo dein Weg hingehen kann. Also, weil er schließt sich im Gehen und vielleicht sogar auch manchmal, wenn dich ein Mensch, der dich gern hat, tief erkennt und der traut dir was zu und sagt, probier das mal, ich glaube, du kannst es. Weil Liebe hat was mit Erkennen zu tun, ja? Mit dem anderen Erkennen. Und du gehst los und fängst an zu tun und spürst plötzlich, ja, der hat in mir was gesehen, was irgendwie dazugehört, gell? Was er traut mir auch was zu. Solche Erfahrungen führen womöglich auf die Spur der eigenen Berufung, auch wieder, weil sie irgendwie auf dem Weg des Umsonst kommen. Ne? Man tut etwas um der Sache selbst willen und nicht, weil man sein eigenes Ego damit aufblasen will. Ne? So. Und das sind so Momente, wo man seine Spur finden kann. Auch folgt deiner Sehnsucht oder bei mir war es auch die Erfahrung, es muss irgendwie mehr als alles geben. Ne? Das Menschenherz ist nicht dafür gemacht, nur vom Endlichen gestillt zu werden. Bin ich vollkommen überzeugt, dass das Menschenherz letztlich dafür gemacht ist, mit Gott zu kommunizieren. Dass wir sind für die ewige Heimat gemacht, fürs Paradies gemacht und die kann hier schon angehen. So, deswegen, ich fand auch mal schön, vor einiger Zeit hat ein Freund von mir seinen Vater beerdigt, die Mutter war schon tot und das waren ganz einfache Bauersleute, nicht besonders viel Freude im Leben, aber irgendwie ganz zufriedene Leute. Und dann hat mein Bekannter dann gesagt, weißt, meine Eltern haben nicht alles Glück dieser Welt von dieser Welt erwartet. Und das ist eine Glaubenshaltung, ne? Das ist etwas, wo man lernt, in dieser Welt zufrieden zu sein, auch wenn man vielleicht ein schweres Schicksal hat aber man weiß sich hineingetragen und hineingeführt in das Größere. Und ja, und wie weiß man, dass man angekommen ist? Ja, das hängt bei mir unmittelbar mit der Erkenntnis, aber ich meine jetzt nicht nur das intellektuell, philosophisch habe ich das hier verstehen dürfen, wer Jesus ist, aber wenn das dann gewissermaßen den Weg darunter macht, dann habe ich den Eindruck, es gibt keine Weltanschauung mehr, kein philosophisches System mehr, keine psychologische Erkenntnis mehr, die, jetzt sage ich mal ein starkes Wort, das habe ich vom Kierkegaard, die einen Herrschaftswechsel in meinem Herzen verursachen könnte. Verstehen Sie? Also das kann nicht sein, dass da was Größeres kommt als das, von dem ich berührt bin. Und das heißt nicht, dass das alles schon da ist und immer da bleibt, weil es ist eher so, dass die Sehnsucht nach der Fülle dessen sich weiter ausstreckt. Aber ich suche nichts mehr anderes. Ich muss keine Esoterik mehr lesen und ich muss auch kein Yoga machen oder nichts gegen Leute, die Yoga machen, Entschuldigung. Also,
Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo ich hingehöre. Das ist so ein, und wenn Sie mich fragen, wir sehnen uns nach Wahrheit, wir sehnen uns nach Schönheit, wir sehnen uns nach Güte. Ja, ich kann immer nur auf meinen Herrn zeigen und sagen, ja, da ist die Quelle von allem. Ich lache jetzt übrigens, weil der Andreas Erndl mir einen bedeutungsvollen Seitenblick zuwirft. Der geht nämlich zu mir in den Yoga-Unterricht. Ach so. Ich wusste es nicht. Aber ich komme auch nicht. Nee, aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Mir hat mal jemand mich, ich habe mir die Frage auch gestellt, woran erkenne ich dann, was die Dinge sind, an denen ich wirklich dranbleiben sollte, ne? Weil sie mir wirklich entsprechen. Und mir hat mal jemand den wirklich sehr guten Rat gegeben, ja, schau auf das, worüber du die Zeit vergisst. Und das finde ich gerade in Ihren Worten wieder. Ja. Also dieses, wo man sich einfach versenkt in die Sache, und zwar ohne die Erwartung und ohne die Bedingung und auch wirklich dabei, ja, dieses sich selbst, man sagt immer so schön, ja, ganz bei sich sein. Ja. Und es geht aber eigentlich über dieses bei sich hinaus. Das finde ich gerade bei Ihnen sehr wieder, wo Sie sagen, ja, Kopf und Herz, ja, das ist alles dabei. Ne? Ja. Wobei das auch eine interessante Doppelbewegung ist. Ne? Mhm. Ganz bei der Sache sein bedeutet eigentlich, dass man darin ganz bei sich, ja, ist. Gell? Also genau. Da merken wir, dass der Mensch ein relationales Wesen ist, ein Beziehungswesen ist. Weil wenn ich nur um mich kreise und denke mir immer, bin ich jetzt schon bei mir, dann kommst du nie bei dir. Nie. Es ist genauso wie wenn man sich dauernd fragt, ich will unbedingt einschlafen, schlafe ich jetzt schon? Nee, ich schlafe ja immer noch nicht. Ich will aber jetzt einschlafen. Gell? Ich schlafe immer noch nicht hier und so. Gell? So, das geht, das, also man muss sich gewissermaßen verlassen können. Mhm. Jetzt, harter Bruch, kommen wir in einen ganz anderen Bereich Ihres Alltags, nämlich in den Bereich der Führung. Auch darüber haben Sie vorher schon gesprochen. Bistum Passau, 10.000 Menschen, Sie sind der Chef, haben da auch schwimmen gelernt, sozusagen als, ja, Chef. Die Frage heißt, jetzt führen Sie 10.000 Menschen als Hirte des Bistums Passau. Was ist Ihnen als Bischof wichtig geworden an der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem in Bezug auf das Thema Berufung? Was ist Ihnen wichtig geworden in der Führung? Also zunächst mal fordert mich das Thema Führung sehr heraus, weil ich glaube, das ist eines der Zukunftsthemen der Kirche schlechthin. Weil wenn wir das Evangelium auch in dem Punkt ernst nehmen, dann lesen wir dort, dass Jesus in kaum einem Punkt so deutlich ist, wie bei dem Thema Macht. Ja, die Mächtigen der Welt unterdrücken die ihren, und bei euch soll es nicht so sein. Also bei euch soll es, der Erste soll der Diener aller sein. So, das ist echt eine Herausforderung, der Diener aller zu sein. Und was mir dabei wichtig ist, und ich glaube, dazu muss man lernen, eine gewisse Gelassenheit, nach der ich mich sehne, um die ich ringe, die ich manchmal auch spüren darf, stellen wir uns die Frage, darf der andere neben mir groß sein? Und will ich ihn vielleicht sogar wachsen lassen? Und das wünsche ich mir, dass Menschen, die mit mir arbeiten und neben mir arbeiten, groß sein dürfen und erfolgreich sein dürfen und Anerkennung finden. Und dann ist mir noch ein Punkt wichtig geworden in den letzten Jahren, immer wichtiger, wir sprechen von Charismenorientierung, ne, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen charismenorientiert einsetzen wollen. Und ich habe immer den Eindruck, wir verwechseln das allzu schnell mit, das mache ich gern, gell? Das andere mache ich nicht so gern. Bischof, lasst mir einfach das machen, was ich gern mache. Und so, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt Charismenorientierung, das ist dann manchmal auch eher egozentrische Orientierung. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Charismen gibt und dass die auch wieder kommen auf dem Weg, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Wenn ein Mensch wirklich gelernt hat zu dienen um der Sache willen, um des Menschen willen, um Gottes willen,
dann ist es manchmal so, dann schenkt Gott manchmal die Erfahrung, dass er das, jetzt sage ich es mit einem biblischen alten Wort, salbt. Ja, also dass darin plötzlich eine, du merkst, da kommt eine Schönheit, eine Würde, eine Leichtigkeit, eine Berührung, die, okay, das ist etwas, wo Gott dir was schenkt, wo du wirklich dem Aufbau der Gemeinde dienen kannst und nicht nur dein Ego aufblasen kannst. Und ich glaube, das kommt überhaupt nur, wenn man Gemeinde aufbaut. Also ich will, dass Leute neben mir wachsen können und ich sehe mich danach, dass Leute neben mir ihre Charismen entdecken, damit sie auf die Art Gemeinde aufbauen und Gemeinschaft stärken und sowas. Und das auch darin wieder, wissen Sie, ich habe relativ früh festgestellt, dass mein Ordinariat nicht nur, aber auch eine Behörde ist. Ja? Also das habe ich als Ordensmann, irgendwie habe ich halt die Dinge gemacht, die nötig sind. Und bei uns ist halt einfach so, am Freitag um 12 ist alles ruhig dann so im Ordinariat. Ne? So. Und das war jetzt nie so mein Lebensstil, weil ich immer gedacht habe, so, jetzt ist das da und das da und das da. Aber natürlich, ich habe es auch gelernt, weil da sind ja lauter Menschen, die dann ihr anderes Leben auch noch haben und ihre Familien haben und so. Und das ist auch sinnvoll und gut. Aber ich wünsche mir, dass wir so viel mehr sind als nur Behörde, sondern ein Ort, wo Menschen spüren, da ist es anders, als wenn ich ins Finanzamt gehe. Ja, das ist anders. Und da soll etwas von dem, was ich gerade mit dem romantischen Wort Salbung gesagt habe, vielleicht deutlich werden. Ja. Ich stelle mir das schwierig vor, tatsächlich. Also ich meine, ich komme auch aus einer Behördenwelt und mein Chef sitzt auch dabei. Ich glaube, der weiß, wovon ich spreche, Herr Bartosch. Ja, das ist aber immer wieder die Reibung in der ganzen Geschichte. Ne? Man hat eben diesen behördlichen Rahmen, der ein Stück weit dann einfach die Flexibilität nicht hergibt, was ihn manchmal ja auch so wichtig macht, weil er einfach auch ein Gerüst schafft, das ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite möchte man eben eine Öffnung haben und man möchte eben einen Fluss haben, der auch Wachstum erlaubt, ohne dass man für alles ein Formular braucht. Genau. Wie versuchen Sie das anzugehen? Weil ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, es ist tatsächlich auch immer wieder ein ganz schön frustrierender Akt, Wege zu finden, wie man so einen Fluss erzeugen kann. Gibt es vielleicht ein Beispiel und ein Thema, an dem Sie gerade dran sind, wo Sie das versuchen? Ja, wir beschäftigen uns auch auf der Leitungsebene eben intensiv mit diesen Fragen, wie geht eigentlich Leitung auch unter dem Anspruch des Evangeliums oder wie geht geistlich Leiten, das beschäftigt mich sehr und da sind wir auch immer wieder in intensiven Debatten und wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein Zukunftsthema für Kirche. Aber jetzt zu der Frage, wie es ist echt herausfordernd, wissen Sie, wenn ich manchmal in Pfarreien unterwegs bin, weil ich zur Firmung komme oder zum Jubiläum oder zu einer Visitation, dann bilde ich mir immer ein, ich habe ein ganz gutes Gespür, ob es da eine Atmosphäre gibt, die auch geistlich geprägt ist, in die hinein man gewissermaßen leichter Glaubensthemen sprechen kann oder ob es auch gut funktionierender Betrieb ist, mehr oder weniger. Ja. Das bilde ich mir ein, eine Wahrnehmung dafür zu haben und fast immer, wenn ich das erste spüre, dass das irgendwie da ist, ein bisschen der Boden bereitet, da sind die Menschen schon offen für bestimmte Themen, für bestimmte Fragen, auch für neue. Das liegt, ich würde mal sagen, mindestens zu 80% an der leitenden Person. Und das, wenn ich mir das so zurückdenke, dann macht es wahnsinnig viel, wenn das stimmt, mit meiner Verantwortung, ne, für die Frage, wie geht eigentlich geistlich Leiten in einem Bistum? Und ich versuche das zumindest dann halbwegs zu leben in den Gremien, mit denen ich unterwegs bin. Ne, in den, weiß ich was, wir haben ein Domkapitel, wir haben einen Ordinariatsrat, wir haben eine Dekanikonferenz, wir haben einen großen Bistumsrat. Und in den Gremien versuche ich dann hoffentlich so zu leiten, dass Menschen spüren, hier ist erstens gut sein, hier kann man offen reden, hier ist man angenommen und wertgeschätzt. So, das ist schon mal.
Und dann glaube ich, dann kann man lernen, selbstverständlich auch in diese Gremien von Gott hineinzusprechen und nicht nur zu sprechen, sondern auch Inhalte des Glaubens hineinzusprechen. Das ist ein anderes Beispiel. Der Pfarrgemeinderat tagt wie üblich, macht sein Ding und irgendeiner kommt auf die Idee und sagt, wir könnten doch auch mal ehrlich miteinander über den Glauben reden. Also sagen vielleicht 80%, nein, da müssen wir das Pfarrfest organisieren oder sowas. Und man ist das nicht gewohnt, weil es irgendwie nicht so, und dann ist schon mal, einer sagt am Anfang ein Gebet und dann macht man wieder Tagesgeschäft. Aber dass der ganze Pfarrgemeinderat auch dafür da ist, dass Menschen geistlich nach Hause finden, das ist dann oft so weg. Und da braucht es dann auch Bodenbereitung, meistens durch die Menschen, die leiten. Also Leitung ist echt ein Thema. Ja, Sie bauen mir damit jetzt auch die Brücke. Ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt noch anfangen soll. Aber ich glaube, ich mache es Ihnen jetzt einfach noch ein bisschen schwer zum Schluss. Nein, Schmarrn. Aber eine Frage, die ich tatsächlich noch dabei habe, ist auch die Frage nach dem, ich sage es jetzt mal auch anknüpfend an Ihre Formulierung, an den Betrieb Kirche. Wir haben das Thema immer wieder jetzt schon gestreift im Laufe des Abends. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Ende auch noch einen Blick nach vorne werfen wollen, kommen wir fast nicht drum herum. Der Weg der Kirche ist ein steiniger zurzeit. Er ist ein von Auflösungserscheinungen aller Art begleiteter Prozess in der ganzen Welt. Ist denn Kirche als Raum für die Entfaltung von Berufungen, wird sie so, wie sie bisher war, überflüssig? Oder was bedeutet diese Entwicklung für Sie und was bedeutet das für Sie, dass Sie sagen, wo geht es dann stattdessen hin? Wie viel Zeit habe ich jetzt für die Frage? Ich gucke mal, da hinten auch so 2 Minuten. Ne? Ja, ja. Nein, also Kirche ist nie überflüssig, weil Kirche nicht unser Werk ist. Die Frage ist, was machen wir daraus und wie sind die Organisationsformen und Lebensformen von Kirche? Aber wenn... Das ist vom Alten Testament her und auch vom biblischen Neuen Testamentlichen Zeugnis her, ist Kirche, und das ist eigentlich fast mein Lieblingsausdruck dafür, Wohnort Gottes in der Welt. Und am tiefsten Wohnort Gottes in der Welt ist es in den Menschen, die ihn in sich wohnen lassen. Und letztlich auch in dem Ort, wo die Eucharistie gefeiert und das Wort Gottes tief gelesen wird. Und solange es Menschen gibt, die in der Kirche die Eucharistie feiern, die Sakramente feiern, das Wort Gottes in der Kirche lesen, kommunizieren, teilen und einander gut sind im Sinn des Liebesdienstes und einen Blick auf die Armen haben, solange wird es Kirche geben. Ob es das immer so mit allen Gebäuden und Strukturen und Ehrentiteln und all dem Zeug geben wird, ja, das, glaube ich, verändert sich. Also wenn ich mir denke, ich fahre manchmal in meinem Bistum rum und sehe irgendwelche Sommerschlosssitze des Bischofs, des Fürstbischofs, dann denke ich mir, ja, so hat es der Herr Jesus mit Sicherheit nicht gemeint. Und wahrscheinlich gibt es auch heute Dinge, die der Herr Jesus so nicht gemeint hat. Ne? Also auch vielleicht an meinem Leben und so. Das verändert sich. Aber das Herzstück von Kirche, wo letztlich auch das Herz der Menschen berührt und verändert wird, weil darum geht es, ne? Darum ringen wir. Das gibt es nicht ohne Jesus letztlich, glaube ich, in der Tiefe. Und die Kirche ist sein Wohnort in der Welt. Ne? Deswegen, die Kirche wird eine andere Gestalt annehmen. Ich spüre manchmal physisch bestimmte Arten von Auflösungserscheinungen. Das setzt mir dann auch manchmal echt körperlich zu, weil ich mir denke, das kann nicht sein, dass es so läuft. Aber natürlich, vieles haben wir selbst verschuldet. Manches ist auch im Interesse einer Welt, die am liebsten ohne Gott auskommt und dann vielleicht noch ohne einen Anspruch, der von diesem Gott ausgeht, sondern sie selbst sein will. Das wird weitergehen. Ich sehe auch keine Bremse in diesen Säkularisierungsschüben. Und das trifft ja unsere evangelischen Geschwister genauso wie uns, vielleicht oft noch stärker, weil aus bestimmten Voraussetzungen keine solche enge Bindung zum Beispiel an die Messe besteht und so. Also das wird anders werden, und ich glaube wirklich, dass die Zukunft der Kirche, das ist ein Wort, das habe ich beim Bischof Hämmerle gelernt, ein früherer Bischof von Aachen, Gemeinschaft von Gemeinschaften sein wird. Also das heißt, ich glaube, die Menschen, die
glauben wollen und im Glauben leben und wachsen und vielleicht auch überleben wollen, die werden sich zusammentun in Gruppen, wo sie ernsthaft vielleicht miteinander beten, sich engagieren, aber auch lernen, ihren Glauben zu sprechen, mitzuteilen, zu korrigieren, zu Sehnsucht zu wecken, einander zu stärken und all sowas. Ne? Das wird kommen. Und dieses flächendeckend Volkskirchliche wird, ohne dass ich das verachte, gell? Wir haben alle davon profitiert und sind da in mir hineingewachsen. Das wird aber meines Erachtens weitgehend verschwinden, glaube ich. Ne? Aber die Kirche wird nicht untergehen. Vielleicht hier. Aber der Herr wird dafür sorgen, dass seine Kirche bis zu seiner Wiederkunft zumindest in Teilen der Welt da sein wird. Gell? Davon bin ich überzeugt. Jetzt hätte ich noch eine ganze Menge Fragen dazu, aber ich habe dem Wolfgang Grillinger versprochen, dass wir pünktlich fertig sind, weil er seinen Sohn noch abholen muss. Genau, deshalb werde ich jetzt den Schlussbogen mal aufmachen, den die Edith Drexler dann sicher gleich zu Ende bringen wird. Sie kennen ja, und das gefällt mir ganz gut, weil Sie haben am Anfang, als es darum geht, zeichnet Gott eigentlich die Wege vor? Gibt es da was, da haben Sie schon das Bild von der Landkarte gebracht. Und das kennen wir alle, es gibt diese Übersichtspläne, diese Übersichtskarten, da steht man davor und dann gibt es irgendwo diesen Kreis oder diesen neonfarbigen Pfeil und da steht, Sie befinden sich hier. Jetzt haben Sie gesagt, mit voller Überzeugung, ich bin angekommen, ich habe meine Berufung auf jeden Fall gefunden, aber natürlich ist auch Ihr Weg noch lange nicht zu Ende. Ja. Er wird weitergehen. Wo würden Sie dann sagen, und das ist jetzt wirklich die abschließende Frage von mir heute, wir reden über die Wege heute Abend, wo sehen Sie sich auf Ihrem Weg? Wo befinden Sie sich gerade? Ihr Standort jetzt? Ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich habe Sehnsüchte und Visionen davon, dass Kirche in bestimmten Teilen nochmal auch sich verlebendigt, tiefer wird daran arbeite ich auch persönlich. Ob das groß wird oder klein, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sich manches von dem noch erfüllt. Und ich hoffe auch, dass ich deswegen noch eine Zeit in Passau bleiben kann. Jetzt haben wir da bald alle Heiligen und alle Seelen, gehen wir dann immer in die Gruft runter und dann liegen da meine Vorgänger in der Gruft. Und dann räuchere ich da immer hin und mit dem Weihrauch oder denke mir, okay, da ist mein Kastel. Da sehe ich mich dann und hoffe, dass ich damit dann drin bleibe. Sondern irgendwie, dann gehen wir danach diesem kurzen Ritus, wo wir die Bischöfe bedenken und für sie beten, dann gehen wir wieder rauf. Und dann schaust du auf die Domkuppel und dann denkst du, da ist der Himmel offen. Ja, da ist ja der heilige Stephanus und so und der sieht ja den Himmel offen. Also ist auch eins, aber wir sehen da den Vater und in der Glorioli und da denken wir, ja, da geht's hin. Da geht's hin. Sie haben echt einen speziellen Beruf. Aber damit sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute ein Stück mitgenommen haben. Auf Ihren Weg, auf Ihre Wege auch ein Stück mit zurück. Das war für mich ein unheimlich bereichernder Abend, an dem ich viel gehört und glaube ich auch viel gelernt habe, was ich mitnehmen kann von hier.